Hallihallo, da bin ich wieder mit einer neuen Folge Immortals Phoenix Rising. Oh, ich kann hier meine Silhouette so durchsehen. Witzig. Ja, in der letzten Folge waren wir einmal im Tartaros und haben uns diese schicke Axt hier geholt. Und die Flügel, mit denen wir einen Böbö-Sprung machen können hier. Böbö. Und außerdem können wir damit auch rennen. So nämlich rennen. Hui, gegen den Baum. Ja, und den Fremden, den wir zu unserer Hauptmission hier irgendwie erklärt haben, warum auch immer, haben wir nicht gefunden im Tartaros, aber dafür. Oh, das tat weh. Schwimm mal trotzdem bloß. Tauchen? Oh, hier haben wir. Ambrosia. Ambrosia. Einsammeln. Ja. Komm, hüpf da mal drauf. Sehr schön. Weil eigentlich wollen wir hier die Geschichte erzählen, wie ich anscheinend zur Halbgöttin mich hinaufskille und dann die Menschheit und sowieso alle rette. Denn Zeus bittet Prometheus um Hilfe und er erzählt erstmal die Geschichte von dem Aufstieg des, also der Phönix hier. So, jetzt kann ich sprinten. Hui! Ah ja, die Geschwindigkeit gefällt mir gut. Verbraucht echt viel Ausdauer. Und dann nehmen wir hier doch nochmal gerne mehr Granatäpfel mit. Lecker. Ach, da oben. Sieht doch auch schicki aus hier. Ich habe so wenig Ausdauer. Ich nehme immer gerne die Pilze jetzt hier mit. Ich habe die ja schon richtig gut einverleibt. So, hätte ich hier noch irgendwas? Da oben. Da gehen wir erstmal gucken. Wie komme ich da hoch? Klettern. Von der anderen Seite. Ach, warte, ich habe doch hier eine Karte. Wo ist die Karte? Das ist nicht die Karte. Ist hier die Karte? Das ist auch nicht die Karte. So. Oh! Sehr cool. So blockig, glaube ich. Tja. Hätte man nur mal ein bisschen mehr aufgepasst. Was ist das? Eine Bildschirmaufnahme. Was ist das? Ah, ein Inventar. Schnell speichern. Und da oben ist die Karte. Oh, das ist aber ein bisschen kompliziert. So, also, wo sind wir? Da, wo es blinkt. Okay, ich kann den Weg da jetzt aber auch nicht sehen. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, kann ich die Sachen hier noch einsammeln? Ich denke schon. Ich will mir trotzdem einmal hier die mythische Herausforderung Große Lyra ansehen. Das ist eine Schnellreise. So, eine Schnellreise. Tada! Singe, o Muse, von Hermes, dem Glückbringer, Boten der Götter. Okay, merke dir Er, die der mit Melodien. Menschen und Göttern Kleiner fast ohne Lyren. Eigennutz umgeht. Ganz allein, nur die Nacht weiß von all seinen trickreichen Streichen. Klingt nett. Von wem ist das? Von meinem Lieblingsdichter, der nur leider noch nicht geboren ist. Okay. Das ist ein Schnellreisepunkt und anscheinend finde ich noch kleine Lyra-Dinger. Lyren. Nee, ich glaube, Lyra ist schon die Mehrzahl. Wo machst du? Dort? Hat sich da was bewegt gerade? Hier.
hier höre ich doch, da blubbert es doch auch. Untertauchen bitte einmal. Untertauchen. Tauchen. Geht nicht. Also, nochmal ausruhen kurz. Da ist doch ganz offensichtlich noch Ambrosia. Los, tauchen. Ah, das war nicht tief genug, deswegen. Und... Oh. Ausdauer. Gut. Hopp, hopp, bübe. Oh nee, falsche Taste. Ja, wie gesagt, ich spiele mich hier noch ein bisschen ein. So. Warte, also meine Quest geht da weiter. Ich bin ein bisschen neugierig. Und möchte mir mal hier die Truhe einverleiben irgendwie. Oh, da fliegt auch irgendwas. Ich glaube, da komme ich noch nicht hin. Sieht nicht so aus, als würde ich da hinkommen. Da glitzert aber was. Da könnte ich schon hin. Und wo ist die Truhe? Irgendwo dort drüben. Nee, ich glaube, da komme ich noch nicht hin. Ich müsste ja erst schwimmen. Es gibt keine Plattform unten, wo ich mich ausruhen könnte. Ach, aber jetzt, wo ich rennen kann, könnte ich das Zeitrennen machen. Hier grunzt es doch da. Ich wusste es. Hallo, ich bin's wieder. Pow, pow, pow. Aha. Ich habe den Baum umgehauen. Oh, und ich habe dafür was gekriegt. Goldbernstein. Sammle Goldbernstein, um die Wirkung deiner Tränke zu verbessern. Goldbernstein findest du in Truhen und leuchtenden Baumstämmen. Leuchtende Baumstämme. Ich habe nicht gesehen, dass der leuchtet. Aber ich höre hier noch mal ein Monster. Pef. Wildschwein. Immer obendrauf, Leute. Immer obendrauf. Ja, bisher komme ich doch mit den Kämpfen hier noch ganz gut zurecht. So, die Frage, wenn ich hier runterhüpfe. Hüpp. Komme ich dann wieder hoch? Ja, ich denke. Ich möchte gerne das violette Dings da hinten einsammeln. Ist das wieder Ambrosia? Nee, ist weiter weg. Oh, wie kann ich hier noch laufen? Griechische Mythologie, Leute. Kann ich auch schneller schwimmen? Nein. Komm später wieder. Ah, okay. Aber das kann ich doch noch hier. Kleinmöllern kann ich das. Ja, habe ich ja gesagt. Das sieht nicht so aus, als würde ich das noch hinkriegen. Aber tauchen würde ich gerne hier einmal. Da sind auch Fischis. Ne, sind Blätter. Ach, ist das hübsch. Ne, nicht nach unten, nach oben. Fein. So, die Truhe. Ja, die ist auf der anderen Seite, da komme ich nicht hin. Schade. Und komme ich da hochgeklettert? Ja, ne? So. Abspringen. Hüpp. Hüpp. Nee. Abspringen geht irgendwie nicht. Gut. Also, weiter zur Quest, oder? Ist das wieder Hermes? Ja. Wo war denn die Rennstrecke? Ach, die war ja auf der anderen Seite der Brücke. Da war ich ja auch schon. Ja, dann üben wir hier doch mal.
4 plus 10 Ausdauer. Los. Nee. Ja, im Gegenteil, hm? Ich hätte es irgendwie gemacht gerade. Hier meckert doch. Ach, hier. Hier wubbelt so raus. Schön. Leuchtende Bäume. Weißt du, wo ein leuchtender Baum ist? Er sagt's mir einfach nicht. Warst du ein leuchtender Baum? Nein. Na gut. Dann. Bübe. Bisschen die Ausdauer regenerieren und. Bö. Bö. Oh. Nicht geschafft. Aua. Das ist ja Verpiepung hier. Frechheit. Nee, das will ich jetzt schaffen. Also, so wie es gedacht ist. So, hier. Pilze, Pilze, Pilze. Na komm, alle. Wenn, dann alle. Hüpf. Hüpf. Hüpf, hüpf. Hüpf. So. Also, vielleicht mit Anlauf. Achso, nee, das verbraucht ja auch Ausdauer, aber. Oh, da habe ich zu dolle Bübe gedrückt. Nee, immer die falsche Taste, ne? Trinke ich jetzt auch noch. Ah, ja. Oh. Schaffe ich das, schaffe ich das, schaffe ich das? Ich hab's geschafft. Okay, einmal versuche ich noch, ansonsten. Versuche ich es nochmal dann. Rüberklettern mache ich nicht nochmal. Wir schaffen das jetzt. Los, wir schaffen das. Los, wir schaffen das. So, vielleicht dort ist ja so. Easy. Ich werde dir helfen. Halt durch. Okay. Sind das alles Greife? Oh Götter, wenn doch nur Ligiron hier wäre. Ja, der lag da unten. Er ist der berühmte Held, nicht ich. Doch, wir sind jetzt der berühmte Held. Die Dämonen aus dem Tartaros mit Geschichten einschläfern? Ja. Deswegen bist du vielleicht auch Prometheus Liebling, hä? Huh? Ah, hier ist die Rennstrecke. Ha! Muss ich den Kampf jetzt nochmal machen? Wäre nicht schlimm, der war ja nicht so schwer. Nee, die sind auch weg. Einmal gegen die gekämpft, sind sie weg. Okay, dann auf geht's. Ja, viel besser. Schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. So. Jetzt einsammeln. Oh, ich greife. Ja, worin greife ich denn da? Auch in Tartaros? Nee. Charons Münze. Eine komische Münze. Charon. Mit Charons Zeichen. Charon. Die hat Typhon auch geklaut. Die hat Typhon auch geklaut. Ah. Okay, das sind die Münzen für den Fuhrmann. Alles klar. Dann wissen wir doch schon mal Bescheid. Da oben ist nochmal Ambrosia. Und hier höre ich schon wieder ein Schweinchen. Aha, okay. Aber vermutlich doch dort und dort. Oder ich komme da sowieso lang.
geh mal hier hoch. Die Schweinchen sind ja immer wieder gespawnt, oder waren das unterschiedliche, die ich bekämpft habe? Es gibt ja auch einen Tag-Nacht-Rhythmus, merke ich gerade. Wir hatten ja vorhin am Start, war es ja eher dunkel. Hoppa. Ja, und zwei Schweindies. Kein Problem für mich. Ich habe hier so einen Hammer. Oha. Oh, jetzt haben sie mich auch mal getroffen. So, dich betäube ich und dann hau auf den hier ein. Los, der ist gleich platt. So, jetzt würde ich gerne... Ah. Der bleibt aber auch betäubt, das ist ja praktisch. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne einmal blocken. Oh, ich habe den Moment verpasst. Hau drauf, hier bin ich. Süße Musik. Schön. Ich bin gespannt, was ich damit machen kann am Ende. Hui. Hallo. Nee. Später vielleicht. Was hältst du davon? Ich hab grad noch zu tun. Ich wollte noch hier so ein bisschen... so durch die Gegend laufen. Ich glaube, ich habe noch nicht alle Fähigkeiten zusammen. So. Ein Schäfli. Und hier ist doch schon wieder... ja. Es hat so ein Geräusch gemacht. So ein Klingeln. Rette den Fremden, der um Hilfe rief. Immer noch, ne? Ja, ach, ich suche hier noch ein bisschen durch die Gegend. Nee, ich ist nichts. Ein Rätsel. Huh. Eine Sequenz. Oh. Eine Gorgone? Hm, ein die Gorgone. Dass sie alles in Frage stellt. Was schimmert denn da so? Vielleicht könnte ich mich anschleichen. Aha, gut. Ducke dich oder verstecke dich in einem Gebüsch, dann bist du weniger gut sichtbar. Wenn du dich geschickt anstellst, kannst du so Kämpfe umgehen. Okay, oh, was ist das denn? Ah, ist abgeschlossen. Wahrscheinlich muss ich erst den Gorgonen, die Gorgonen bekämpfen. Soll ich den Kampf umgehen oder? Besiege. Besiege ist gut. Und. Oh, ich hätte den Schleichangriff machen sollen. Das wäre besser gewesen. Wie weiche ich aus? So. Oh, das war ja frech, war das. Der Schleichangriff wäre viel besser gewesen, bestimmt. Na los, komm. Ich will es einmal ausprobieren. Jau! Jetzt nur noch im richtigen Augenblick mal machen. Oh, das macht ihm dann auch Schaden. Ah.
Okay. Rüstungsteile, das hat mir doch gefehlt. Oder? Diese Armschienen, die kenne ich doch von Bildern. Das können sie nicht sein. Mit einem Löwenkopf drauf? Herakles, der stärkste aller Sterblichen, Bezwinger von Bestien, schön, hatte Hera getrotzt und mit diesen Armschienen Unmögliches vollbracht. Und nun gehörten sie Phönix. Durch pures Glück. Glück, ich bitte dich. Halt! Der ist ja schlau. Rennt von... Mit jemandem, der bewaffnet ist. Oh, wie... Rennt von einem ins andere Unglück, der ärmste Typ. Jetzt wissen sie es auch nicht. Das ist ja ultra witzig. Okay. Und da oben glitzert schon wieder so ein Stein, den ich im Wasser auch gefunden habe, oder? Sieg über die Gorgone, die Herakles aufgelauert hatte. Was soll denn das? Hast du einen Sprachfehler? Herakles? Herakles? Ja, naja, so spricht man diesen Namen aus. Das wäre mir zu anstrengend, aber es ist deine Beerdigung. Okay. Nur, dass ich unsterblich bin. Erinnere mich nicht daran. Herakles? Heißt das so? Bei den Göttern! Ich fühle mich, als könnte ich Berge versetzen. Kannst du ja auch. Könnten die Armschienen nur meinen Berg versetzen? Bei Hades! Was? Heiratet doch, ihr zwei! So, werfen, aufgeladener Wurf, halten. Fallen lassen, sprinten, halten. Okay. Also. Werfen. Ah. Schnell, schnell. Alles klar. Da sind noch mehr. Aufheben. Den Dicken möchte ich einmal treffen damit. Es hat Ausdauer verbraucht, deswegen muss ich ein bisschen... Jetzt! Ja! Boah, das wäre mega cool. Hep, 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 hep. Ich hänge irgendwie fest. Kann die Ausdauer sich nicht ein bisschen schneller regenerieren? Nicht, dass sie irgendwelche Tränke nehmen oder so. Dankeschön. So, wo ist er hin? Da unten. Da geht er hin. Ja! Zwei Steine und er ist platt. Machen wir den drüben noch. Der war auch schon verletzt. Gut. Und den anderen, den kriege ich auch so bekämpft. Oh, der humpelt ja auch schon. Nee, der hat nur keine Ausdauer mehr. Ist vor lauter Angst weggerannt. Schön. Hier haben wir noch mehr Steine. Falls ich verletzt gewesen wäre, hätte ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen was zum Regenerieren. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann machen wir doch erstmal wieder Pause. Folge dem fliehenden Mann machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.